Hallo Freunde des Lichts. Ich habe die Gelegenheit, nach Bosnien zu reisen, für ein paar Tage. Und da dachte ich mir, warum soll ich die Kamera nicht mitnehmen? Zeige es euch einfach mal. Und zwar habe ich natürlich mein Marschgepäck schon parat gemacht. Ich habe zwar die Gelegenheit, in Bosnien in einem Haus zu übernachten, aber auch hier, wenn man jetzt von der Prepper-Seite her denkt, wenn der Prepper unterwegs ist, habe ich euch ja schon mal ein Video gezeigt, was ich an Ausrüstung dabei habe, wenn ich innerhalb Deutschlands mich bewege, also eine kleine Flugreise innerhalb Deutschlands mache, dann habe ich einfach nur ein kleineres Gepäck dabei. Jetzt nach Bosnien, das sind immerhin Marschstrecke etwa 1200 Kilometer, das ist eine ganze Menge. Autostrecke, also Flugstrecke, ich gehe mit Flugzeug, Flugstrecke sind es 2 Stunden, mit dem Auto ist die Strecke in 14 Stunden zu bewältigen, zu Fuß, auf der kleinstmöglichen Gangart, dauert die Strecke etwa 4 Wochen. Ne, 40 Tage, länger. Bisschen länger als 4 Wochen. Bei einer kalkulierten Marschleistung pro Tag von 30 Kilometern. Ganz einfach. Okay, für den Flug muss man natürlich ein bisschen was berücksichtigen. Ich bräuchte für die paar Tage jetzt nach Bosnien, bräuchte ich einfach nur ein kleines bisschen Handgepäck. Aber da ich mich auch sonst ein bisschen umschauen will in Bosnien, habe ich natürlich auch ein bisschen Buschkraftmaterial mit dabei. Ist ja klar, ist das selbstverständlich. Das muss immer mit dabei sein, wenn es irgendwie geht. Wenn es noch ein bisschen Sinn macht. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, weil im Handgepäck, das geht nicht, dass man hier zum Beispiel jetzt Messer und solche Sachen mit reinnimmt. Das wisst ihr ja wahrscheinlich, beim Fliegen ist es verboten, sowas darfst du gar nicht mit reinnehmen. Aus dem Grund war ich gezwungen, jetzt doch ein Gepäckstück zu realisieren, zusammenzustellen, was mir das Aufgeben ermöglicht, dass ich zumindest ein Gepäck aufgeben kann. Da darf damit alles Mögliche drin sein. Habe ich auch so gemacht. Mein Gepäckstück, was ich parat gemacht habe zum Aufgeben, das ist der hier. Das ist ein 50 Liter Rucksack. Ich mache euch auch gern über die Sachen, die ich dabei hatte, mache ich euch gern Links in die Videobeschreibung unten rein. Dieser Rucksack, gut, ich hätte gern den Rucksack von Silvio mitgenommen, aber der hat nur 30 Liter und der ist zu klein, der geht halt nicht. Nicht für so einen Umfang an Ausrüstung. Ich musste ja hier auch schon den Schlafsack oben aufpacken. Und da wir jetzt gerade Temperaturen um den Gefrierpunkt haben, geht es natürlich nicht mit dem Sommerschlafsack, der natürlich wesentlich komfortabler gewesen wäre, auch Gewichtsersparnis wäre dabei gewesen etc. Auch andere Dinge hätte ich nicht mitnehmen müssen. Aber so ist es halt jetzt nun mal. So, den Rucksack aufgegeben ist natürlich so eine Sache. So ein Rucksack hat viele Bänder, viele Schnallen und so ein Zeug. Und bei der Gepäckbeförderung, bei der Behandlung, beim Gepäcktransport auf den Rollbändern etc. etc., da passiert es mal schnell, dass so eine Schnalle irgendwo reinkommt ins Förderband, dass es abgerissen wird, das ganze Zeug, das kaputt geht. Muss nicht sein. Und deswegen habe ich auch für die Aufgabe am Flughafen Check-in, habe ich auch ein extra Bag dabei, wo ich diesen Rucksack dann reinmachen werde. Auf dem Flug selber habe ich lediglich eine kleine Gürteltasche mit mir mit dabei. Aber auch hier keinerlei Messer. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass das der Tagesbob ist bei mir. Aber auch hier wurden Messer etc., Flüssigkeiten komplett entfernt. Die sind alle jetzt im Rucksack für die Zeit der Flugreise. Ich muss jetzt mal ganz kurz den Schlafsack abmachen. Den nehme ich nachher als Handgepäck mit ins Flugzeug. Der ist unverfänglich, das passt. Aber eins muss man natürlich auch noch machen, und zwar selbst auch kleine Messer im EDC gehören da nicht in die Hosentasche oder in ein mitgeführtes Bag, also in Fahrgastraum, im Fluggastraum. Denn das Messer mache ich auch in meine Waffenkammer. Zu meiner Waffenkammer komme ich später noch. Ich habe keine Zeit mehr wegen Flug. Was auch unbedingt dazugehört, das sind solche Kabelbinder.
Weil es ist mir auch schon passiert auf Flugreisen, dass jetzt zum Beispiel der Inhalt eines Koffers, der nicht verschlossen ist, also gerade so Reißverschluss-Sachen, dass hier der Inhalt durchwühlt wurde, dass teure Sachen, jetzt zum Beispiel Rasierapparat und sonstige Dinge verschwunden sind und der Koffer wieder geschlossen wurde, man hat es dem nicht angesehen. Zu Hause am Schalter abgeholt, also am Gepäckband, nach Hause gefahren, zu Hause ausgepackt und irgendwann festgestellt, hey, was ist denn hier los, da fehlt ja was. Ja. Na, ist natürlich ärgerlich sowas, okay, ja. Aber um dem vorzubeugen, gibt es, und das ist halt ganz gut, wenn man hier Doppelreißverschlüsse an den Taschen hat und hier wird einfach mit Kabelbinder, wird mit Doppelreißverschluss, der Doppelreißverschluss zugemacht und dazu verwende ich, weil es gibt zwei solche Doppelreißverschlüsse an dem Gerät, verwende ich zwei Kabelbinder. Den Rest für die Rückreise mache ich auch in die Waffenkammer. Zuerst mal mache ich diese zwei Taschen, ich muss die Kamera ein bisschen nach unten nehmen, die zwei Taschen, die man hier sieht, hier und hier an der Seite vom Rucksack. Hier ist Erste Hilfe und Navigation drin und hier haben wir Schutz. Ist auch Regenschutz, Plane, Handschuhe und solche Dinge ist damit drin. Und die mache ich hier weg für den Flug und packe sie auch jeweils eine in die Waffenkammer und eine ins Hauptfach. Waffenkammer ist auch bereit. Aber die zwei Kabelbinder zum Verschließen, die behalte ich noch bei mir und zwar in meinem Begleittäschchen. Denn wenn ich am Zoll gebeten werde, den Rucksack zu öffnen, dann muss ich sie nur zerstören. Und deswegen warte ich damit, mit dem Verschließen warte ich noch ab, bis ich komplett durch bin und das Gepäck aufgegeben habe. Was natürlich dann dazugehört, wenn man seinen Rucksack mit solchen Kabelbindern verschließt, also versiegelt, kann man sagen, dann gehört natürlich unbedingt auch in die Ausrüstung, die man sonst am Mann hat. Klar, Messer geht nicht, das darf man nicht machen, oder irgendein scharfes Instrument, aber so ein Nagelknipser, der geht sehr gut und mit dem kann man solche Kabelbinder ganz locker dann öffnen am Zielort. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Wir fliegen auf die Malediven, alles schön verschlossen, alles schön sicher, safe. Auf den Malediven angekommen, haben wir noch eine ordentliche Wartezeit gehabt, konnten uns nicht versorgen mit irgendwas zu essen, was zu trinken. Hatten unser Gepäck schon, wollten auch ran, weil da waren auch Getränke und was zum Essen drin. Aber keiner hatte irgendwo was Scharfes, um die Kabelbinder aufzumachen. Und die Reißverschlusszipper, die wollten wir nicht zerstören und dann haben wir eine ganz schöne Zeit lang haben wir gedarbt. Muss nicht sein, deswegen gehört dann in die Hosentasche oder in die sonst mitgeführte Ausrüstung irgendetwas, mit dem man die Kabelbinder wieder öffnen kann. Schon größere Flughäfen gesehen, aber klein ist der Flughafen in Belgrad nicht. Ich laufe jetzt schon fast eine Viertelstunde und immer noch kein Ende.
Ja. Man sieht hier auch seltsame Mädchen. Solche Sachen kann man vermeiden, wenn man es einpackt. Manche Gepäckstücke gehen halt kaputt bei solchen Beförderungen. Deswegen habe ich meinen Rucksack in einen Plastikpack eingepackt. Na, geht doch. Das? Ja. So, Rucksack wieder gesichert. Den habe ich auf dem Rücken. Und das hier hatte ich als Handgepäck dabei. Passt. Ja. Wenn es für euch interessant gewesen ist, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Die Reise nach Bosnien hat sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viele neue Eindrücke gebracht. In den anderen Videos könnt ihr noch andere Dinge sehen aus Bosnien. Wir sehen uns.